In der heutigen Zeit ein komplettes Set zu vervollständigen ist fast unmöglich. Pokémon Go jedoch ist ein kleines Set mit wirklich schönen vielen Karten. Von Alt Arts bis zu Gold oder Shiny Karten ist wirklich alles dabei. Jedoch fehlen mir einige Karten, um mein Master Set zu vervollständigen. Deswegen öffne ich heute über 100 Booster, um das Set zu beenden. Ob wir das schaffen, sehen wir jetzt. Und wie wir das sehen werden, meine Damen und Herren, wir sind hier heute natürlich am Start mit dem wunderbaren Binder und wir schauen rein, ob wir dieses Set vervollständigen können. Das wunderbare Pokémon Go Set. Ich glaube, viele von euch werden es kennen. Viele von euch werden so ein paar Karten davon mal gesehen haben, mal geöffnet haben. Und ich sag's euch, so wie es ist, ich habe hier einige Lücken in meinem Binder. 6 Karten, die mir fehlen. 6 Stück. Ihr seht schon hier, da fehlt noch einiges. Und die werden wir heute vervollständigen. Denn ich habe vom guten Meister, vom guten Kerl, vom guten Corner, nicht nur ein paar Booster, sondern sehr viele Booster. Und zwar 10 ETBs, die ich geöffnet habe. Könnt ihr euch auch gerne bei dem Jungen snacken. Schaut da gerne vorbei. Aber viel, viel wichtiger ist, dass wir die heute öffnen werden und dass wir heute natürlich das Set vervollständigen. Boah, Pokémon Go. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Kenne. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es wird insane. Es wird insane werden. Wir gehen rein und wir öffnen einfach mal. Für Leute, die gar keinen Plan haben, wo wir hier gerade sind. Wir sind gerade auf YouTube Live. Und ihr habt gesehen, was uns fehlt. Uns fehlt eine Goldkarte. Uns fehlen 3 Rainbow-Karten. Uns fehlt eine Full Art. Uns fehlt einiges. Uns fehlt einiges. Und ich hoffe, dass wir heute das ein oder andere sehen werden. Denn, ja, weiß ich nicht, wie soll ich das sagen? Ich würde ganz gerne das Set voll machen. Biditza, Glumanda, wir haben einen Griffel, wir haben ein Bisasflor und wir starten rein mit einem Melmetal. Okay, das ist jetzt gerade nicht so gut. Eine Vista Power haben wir hier noch. Und hier, Lore-Modul. Diese Karte, die brauchen wir. Die brauche ich dringendst in Gold. Ei. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob wir hier irgendwas ziehen werden halt, ey. Evi, glaubt ihr, Chat, dass wir irgendwie mindestens eine Karte ziehen von denen? Hier, Candela, die brauche ich in Rainbow. Und Snorlax mit Block ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Fähigkeit. Dementsprechend nehmen wir die mit. Was wollt verlosen werden? Ihr fragt danach. Natürlich werden wir heute irgendwas verlosen. Boah, was sage ich? Was sage ich? Ich fall fast vom Stuhl. Ich habe eine Idee. Ich verlose eine Mewtwo Promo. Habe ich hier eine? Ich glaube, die habe ich. Nee, die habe ich leider, glaube ich, nicht hier. Oder habe ich die hier drunter? Nee, habe ich auch nicht. Schade. Eine Mewtwo Promo Karte aus der ETB. Da waren sehr viele dabei. Und ich verlose zusätzlich noch den ersten doppelten Full-Art-Pull, den wir bekommen sollten. Das heißt, den Professor oder ein doppeltes Full-Art-Pokémon wird an euch verlost. Deswegen macht gerne mit beim Gewinnspiel. Dafür am Ende nach dem Stream in die YouTube-Kommentare schreiben, ja, was euer Favorite-Pull aus Pokémon Go ist halt. Und ob ihr es nochmal öffnen würdet oder ob ihr sagt, nee, Alter, Pokémon Go ist gar nicht meins. Gar kein Bock auf dieses Set. Zapdos haben wir hier, tatsächlich eine geile Karte. Und Blissey in Holo. Ich weiß gar nicht, ob ich hier die Karten vielleicht ein bisschen besser anrichten kann. Viele Leute hier auf TikTok. Schauen wir mal. Dominik, Dankeschön für den VIP, der reinkam. Kuss geht raus, Minion. Rein geht's hier und ich bin sehr gespannt, ey. Wir haben noch keinen Hit gehabt, ne? Noch keinen einzigen Hit hier am Start. Und ich hoffe, dass wir hier heute was sehen. Wir haben Pikachu. Sehr, sehr süß. Natu. Und Gyarados. Das ist auch geil, Alter. Schönes, schönes Gyarados in Holo. Aber immer noch nicht das, was wir haben wollen. Hier, Lore-Modul. Das ist es. Das ist es, Alter, ey. Bald die 500k geknackt. Bruder, Alter, ey. Ich sag's dir, 500k hätte ich sehr, sehr gerne. Hätte ich sehr, 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 sehr gerne. Aber, wie gesagt, alles entspannt. Alles entspannt. Wir brauchen hier nichts rushen. Wir wollen hier ganz entspannt natürlich das voll machen. Rein da, Alter, ey. Shiny Turtok. Boah. Boah, ist eine mächtige Karte. Das ist eine mächtige Karte und ein Lapras dahinter. Hätte ich sonst auch fast gesagt zum Verlosen. Aber ich habe gesagt Full Art Karte. Ja, Pokestop haben wir, eine schöne, schöne Karte und ein Rare Candy. Sehr, sehr nice. Ey. Mihaubi, danke schön für den Fünfer. Danke für den ganzen Content. Bin schon über 30, aber trotzdem gucke ich mit meiner Freundin jedes Video. Viel Glück auf den nächsten Turnieren auch. Vielen lieben Dank, Alter, ey.
Vielen, vielen lieben Dank. Ich sag's euch, der Turniergrind, der ist wirklich real. Ich freue mich sehr darüber, dass ich so, ich sag mal, on fire bin gerade beim Pokémon. Es macht halt mega, mega Spaß. Mega, mega Spaß. Päckler Gott! Dankeschön ebenfalls hier für den Sub. Boi! Eieieiei, weiter geht's hier. Wir haben Carpador. Wir haben ein Meltan. Shiggy. Blanc! Und wieder ein Blissey. Okay. Pokestop again. Wieder eine schöne Karte für Turbo Lost Box in meinem Signature Deck. Eieiei. Crazy, Alter. Crazy, sag ich euch. Komm schon, ey. Wir brauchen mal eine Full Art. Die erste Full Art des Tages brauchen wir jetzt mal. Komm schon. Ah, wieder Phil. Ja, ey, Pom! Wir haben. Okay, ein Kokobai. Ein Kokobai. Habe ich leider auch schon. In V als natürlich auch in Full Art. Dementsprechend brauchen wir es nicht. Aber. Gute Karte. Gute Karte. Kann man machen. Die erste V des Tages. Die erste V des Tages, sage ich dir. Ey. Komm schon. Ich glaube, wir werden auch heute einen Glurak sehen. Habt ihr meine News auf dem 2-Kanal heute gesehen? Also, wenn nicht, guckt da gerne rein. Sylveon Holo haben wir am Start. Denn ich werde definitiv das neue Glurak aus Obsidian Flame hunten halt. Ey. Das ist so geil. Vom guten Egawan-Illustration einfach ein Augenschmaus. Komm schon, wir haben auch kein Ditto, ne? Ditto haben wir auch noch nicht. Tyranitar haben wir hier. Was kann der denn machen, der gute Boy? This attack does 10 damage for each damage counter on all of your bench Pokémon. Das ist interessant. 20 damage to each of your bench Pokémon. Okay, weiß ich nicht. Finde ich jetzt nicht so besonders, die Karte. Gibt's bessere. Gibt's bessere, würde ich sagen. Welche Karten fehlen dir? Also, mir fehlt Meistergriff Full Art. Mir fehlt das goldene Lock-Modul. Mir fehlt zusätzlich alle drei Trainer in Rainbow. Die brauche ich alle noch. Und mir fehlt... Zapdos habe ich leider schon. Was war die letzte Karte, die mir gefehlt hat? Amir, wir haben es im Trailer gesehen. Und ich habe schon wieder vergessen halt. Dragoran in Rainbow. Dragoran in Rainbow fehlt mir tatsächlich. Das ist auch noch eine Karte, die ich nicht habe. Nie gezogen. Dragoran in Rainbow. Eigentlich so solid und einfach, die Karte. Aber ne, hatte ich noch nie. Wollte noch nie kommen. Leider. Leider, sage ich euch. Packen wir hier die Sachen weg. Nachtara. Nee, Brudi. Nachtara gibt es hier zum Glück nicht, ey. Wo ist dein Zitronenwasser? Zitronenwasser? Bruder, Alter. Ich habe heute leider nur das hier am Start. Das ist das normale von Wilso, das Zitronenwasser. Ich bin faul. Ich habe mir heute keins gezaubert, Alter, ey. Leider war ich heute faul, Alter. Ey, komm schon. Carpador. Wir haben ein Eevee. Wir haben einen Rauch. Und wir haben ein Melmetal in VMAX. Ja, weiß ich nicht, ob ich die Karte so geil finde, Chat. Warte mal, ich guck mal, ob ich das hier für die TikTok-Leute ein bisschen... Ja, klasse. Gut gemacht. Boy, super. Ob ich das hier ein bisschen anders anordnen kann. Ich glaube, so ist es vielleicht auch cool. So sehen die Leute das ein bisschen besser. Ganz nice. Heller Prinz nochmal über 5 Euro. Ey, was ist denn los mit euch, Chat? Ihr seid doch verrückt. Goldblitzenergie gezogen. Tschüss, Glückwunsch. Stark, stark, ey. Wenn du mir jetzt noch das Goldglück gibst, ey, dass ich auch noch eine Gold hier ziehe, wäre ich sehr, sehr glücklich halt. Denn mir fehlt noch die ein oder andere. Lol. Seht ihr das? Das sieht super sparkly hier halt aus durch den Wassereffekt. Sehr, sehr cool gemacht, ey. Mega nice. Mega nice. Welche möchtest du am liebsten haben? Dragoran. Safecoin. Dragoran ist eine Karte, ist halt mega, ne? Ich würde mich auch nicht beschweren, wenn ich eine Mewtwo-Doppel ziehe oder ähnliches halt. Also die Alt-Art Mewtwo oder die Gold-Mewtwo. Aber Glurak. Rein da. Das allererste Glurak. Mega. Glurak Holo. Augenschmaus. Augenschmaus. Mermetal nenne ich Manfred. Ich weiß nicht, ob ich Manni so gerne hätte. Manfred habe ich ganz, ganz oft damals gezogen, ey. Also wie gesagt, ich habe mein Pokémon Go Bulk als auch meine ganzen Holo-Karten durchsucht. Und ich habe so viele Karten dort gefunden halt, ne. Weil ich habe inzwischen auch schon so viel gezogen, ne. Den Pokestop können wir wieder beiseite legen. Ganz, ganz wichtig immer, ne. Freunde der Nacht, ich sag's euch immer wieder. Guckt immer, was spielbar ist und legt es beiseite. Manchmal hat man da wirklich ein paar Schätze dabei, kommt aber bald noch ein Video. Komm schon, 1, 2, 3, 4, 5, komm schon, was nice ist vielleicht? Ich bin gespannt, Alter. Vielleicht war das jetzt ja der Pool des Jahres. Komm schon, der Pool des Jahres! Irgendwas leuchtet doch. Wir haben mindestens eine V, glaube ich. Es ist ein Mewtwo! Sehr nice! Mewtwo V in einem, ihr seht es zuerst. Stabilo, sage ich euch. Stabilo. Wann kommt Vintage Booster Opening mal wieder? Fragen viele tatsächlich nach.
Boah, Vintage Opening. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber Vintage ist sehr teuer. Aber ich habe natürlich schon vorgesorgt. Es kommt bald Vintage Opening. Nächsten Monat. Wir haben einen Turtok hier gezogen. Turtok ist ganz cool. Und nochmal eine V-Star-Karte. Aber bisher noch nichts allzu Großes halt. Ne? Und ich habe noch... Wir haben noch genug Booster, muss man sagen. Wann kommt Fanpost mal wieder, Bruder? Alter, Fanpost muss ich auch mal wieder aufnehmen. Das stimmt. Da muss ich wirklich mal hier so sagen. Fanpost ist ein Format, was ich echt mal wieder aufnehmen muss. Mewtwo in V-Star! Okay. Auch eine Karte, die wir leider schon haben. Und wisst ihr was? Wollen wir die verlosen? Oder sagt ihr eine Full-Art-Karte? Die oder eine Full-Art? Ich finde die ebenfalls geil. Mewtwo ist ebenfalls eine geile Karte. Feierst du Plinfa? Plinfa ist ein cooler Starter. Plinfa ist nice. Mewtwo hier? Schon nice. Vielleicht kann ich das auch so machen für die Leute von TikTok, aber dann sehe ich selber halt nichts. Das ist halt auch nicht so geil. Nee, machen wir so. Das passt schon. Also Mewtwo wäre auch eine Möglichkeit, wo ich sage, ja, können wir auch verlosen. Aber ich glaube, ihr wollt was Geileres, oder? Ihr wollt was Besseres. Gucken wir rein, ob wir was ziehen. Kommt schon, Garados. Lapras again. Leider nur ein Lapras again. Mewtwo verlosen. Jede Karte verlosen. Können wir schauen. Vielleicht verlose ich heute ein, zwei Karten mehr. Können wir mal reinschauen. Können wir mal schauen. Aber Mewtwo können wir auch safe verlosen, falls ihr darauf Bock habt. Ich glaube, da wird sich jemand drüber freuen. Spark and Rainbow brauche ich. Der gute Boy. Nochmal Lapras. Komm schon, Kollege. Wir machen mal hier den Stapel weg. Muss ein bisschen ordentlicher sein, ne? Kann ja nicht alles so unordentlich aussehen. So, wir ballern hier mal einen Stack voller Booster. Ballern wir mal hier hin. Und dann geht's rein. Spielst du auch Pokémon Go? Tatsächlich spiele ich gar kein Pokémon Go mehr halt, ne? Ich weiß nicht, ob der Hype bei euch noch so da ist. Bei mir leider gar nicht mehr. Ich habe so viel Pokémon Go... Es ist ein Ditto! Nice! Und ein Tyranitar, aka Despota. Sau cool! Boah, das ist nice. Das ist wirklich cool, ey. Die Ditto-Karte. Wollen wir sie abpeelen? Oder sagt ihr ne? Boah, Ditto ist schon nice. Ditto ist cool, Alter. Einfach eine Karte, wo man, ja, ich sag mal, was abziehen kann. Und wo hinter noch eine Karte ist, ist schon nice. Das ist schon wirklich cool. Wisst ihr, was auch cool ist? Wenn meine Playlist weiterläuft, ey. Hätte ich Bock drauf. Komm schon. Pikachu als Holokarte. Er ist ein guter. Eieiei. Was ist deine seltenste Karte? Meine seltenste Karte wird, glaube ich, mein Flamara Goldstar sein. Safe meine seltenste. Und meine Lieblingskarte auch tatsächlich. Alter, seht ihr das? Entweder wir haben hier was richtig Räudiges drin oder der Cut ist einfach nur mies beschissen. Ja, es ist ein Later King. In V. Nothing too special. Take ich. Rubin. Kuss geht raus für deinen Support hier. Dankeschön. Wie viele Karten hast du insgesamt, Bruder, Alter, ey? Ich habe bestimmt 60.000 Karten oder sowas halt. Das ist no joke. Ich habe ja so viele Karten noch von damals und sowas. Meine Mom hat mir letztens aus 2005 so Karten wiedergegeben, die ich damals noch in meinem Kinderzimmer geöffnet habe. Kein Ditto. Aber ein Conkeldurr und Weh. Nicer. Cooler Boy. Den brauchen wir leider in Full Art, nicht in Weh. Dass das kein Ditto geworden ist halt. Ne? Gibt es ja auch in Ditto, die Karte zum Abpielen, aber ist nicht. Ist es nicht. Wie laufen die Media-Packs? Also Media-Markt-Packs liefen ja nicht so gut, Alter, ey. Da mache ich auch noch einen Short in der Zukunft. Könnt ihr euch auch nochmal drauf freuen, ey. Das war sehr, sehr wild. Bisherige Ausbeute, ein paar Vs, eine V-Star, sehr viel Holo-Karten. Also die Holos sind not bad. Also Arctos, Zapdos, Zapdos verstärken halt Wasserfeuer, Elektro um 10. Was halt vielleicht gut sein kann, aber nicht unbedingt immer sein muss. Aber ja, wir brauchen mal einen großen Hit. Vielleicht mal einen größeren Hit. Hier haben wir das Lavados, passend zum gerade pullenden Arctos. Wie gesagt, also ich will mindestens 2 Karten heute ziehen von denen, die uns gefehlt haben. Halt, ne? Uns fehlen 6 Stück. 6 Stück, das sollte machbar sein. Es sind 4 Rainbow-Karten, die wir pullen müssen. Aber Dragoran V haben wir hier. Ist okay. Boah. Schon nice aus. Ich glaube, ich habe mal einen Fehlprint von der Karte gezogen, wo der Holo-Schiff woanders war. Das war auch sehr wild halt, ey.
Wie läuft's beim Turnier? Beim Turnier läuft's immer gut. Ich darf euch doch nicht spoilern hier, Chat. Ich darf euch doch nicht spoilern hier. Okay, Lore-Modul. Nochmal ein normales Zapdos. Ich dachte gerade, das hatte Holobleed oder ähnliches, aber ganz normales. Ah doch, hat leichten Holobleed, oder? Hart Holobleed. Sehr geil. Also das Holo geht über das Pokémon-Artwork hinaus. Und das ist eigentlich ganz cool. Ein ganz cooler Error. Crazy. Wie viel er dafür ausgibt. Bruder, Alter, du willst nicht wissen, wie viel ich fürs Nachtara ausgegeben habe, halt, ey. Ich kann euch sagen, wir sind, glaube ich, für das Short-Projekt. Wir haben nochmal einen Leta King hier. Sind wir, glaube ich, schon fast fünfstellig. Es tut im Herzen weh, das so festzustellen. Wisst ihr, dass ich so viel Geld schon für dieses verdammte Nachtara ausgegeben habe, um es zu ziehen. Aber so langsam möchte ich es halt auch haben. Vor 3 Tagen habe ich der Quasar VMAX Altart gezogen. Bruder! Ich ebenfalls. Ich ebenfalls. Das war ein Stream, sage ich euch, ey. Da haben wir alle Schwert- und Schildbooster aufgemacht. Alle. Und es war ein Fest. Es ist ein Ditto. Oh, nein, das ist die falsche Goldkarte. Oh, ist das ärgerlich. Egg Inkubator. Und wisst ihr was? Das ist die erste Fuller-Dame, die wir ziehen. Und die geht tatsächlich an euch. Die könnt ihr gewinnen auf YouTube. Nach dem Stream in die Kommentare reinsliden. Und ihr könnt den Egg Inkubator gewinnen. Und wisst ihr was? Ich lege noch das Ding drauf. Eine Autogrammkarte kommt auch noch drauf. Und ein anderer kann auch ein V-Star Mewtwo gewinnen. Machen wir 2 Gewinner heute. 2 Gewinner. Was kann der Kollege eigentlich? Flip a coin if it heads, search your deck for a basic Pokémon. Put it onto your bench and shuffle your deck. Die Karte ist ja nicht so spielstark, ne? Aber eine schöne Goldkarte. Ich glaube, da freut man sich drüber, wenn man sie zieht. Das ist wenigstens etwas. Und wir haben das 2. Ditto gezogen, by the way. Das ist auch cool. Warte mal, ich packe den E-Kubantur mal da hinten hin, damit ich weiß, okay, das ist Gewinnspiel. Damit ich das nicht anrühre. Aber schon mal eine coole Karte. Wir haben das erste Mal was Besseres als die Shiny oder Vista gezogen. Das ist schon mal nice. Komm schon. Komm schon. Rein jetzt in die Rainbow. Rein in die Rainbow. Bidoof. Mewtwo Vista again. Okay. Okay. Warte mal, ich muss mal hier ein bisschen Platz machen. Aber Mewtwo Vista again. Guter Pull. Guter Pull. Das ist stark. Also die sind auf jeden Fall da. Ich brauche ein paar Dragorans aber. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, in dem Set ist jetzt nichts Unglaubliches spielstark, außer der Pokestop, der leider nicht in Gold in dem Set ist. Und natürlich Glurak Shiny. Und Glurak Shiny ist, glaube ich, auch, ja, was soll man sagen, halt, ne? Einfach eine brillante Karte kann man halt haben. Blastoise haben wir hier. Das gute Turtok. Weiter geht's. Mahlzeit. Wie kann man gewinnen? Am Ende des Streams in die Kommentare reinsliden und dann einfach schreiben, welche Karte ihr von Pokémon Go am coolsten findet. Kann alles sein, kann alles sein. Also es muss nicht irgendwas Besonderes sein, was ich jetzt mag, sondern es kann auch etwas sein, was einfach nur schön aussieht halt. Es muss auch nicht unbedingt wertvoll sein oder ähnliches, ne? Es geht nicht immer um den Wert, es geht auch da einfach mal, keine Ahnung, wie ihr das Ganze wahrnimmt. Und ich nehme jetzt hier auf jeden Fall eine richtig räudige Ecke wahr. Seht ihr das? Das ist ein bisschen das Eselsohr. Komm schon, Eselsohr. Woo, let's go! Es ist wieder keine Karte, die uns fehlt. Es ist aber Mewtwo Rainbow Vista. Chat, ich mache Auge. Das ist eine Karte, die mir gehört. Die wird nicht verlost. Ihr kriegt die Goldkarte. Ich habe gesagt, die erste Full Art Karte gehört euch. Die hier kommt saftig, schnaftig in meinen Rainbow Binder. Nice Karte. Sehr, sehr geil. Boah, schöner Holo-Shift. Schöner Holo-Effekt. Nice! Aber wieder, keine Karte bisher, die wir abhaken können. Ich hätte mich eher über einen Dragoran gefreut. Kein Dragoran. Komm schon, Brudi. Komm schon, Brudi, Alter. Ich brauche... Ich glaube, es gibt nur... Okay. Shiny Turtok. Und nochmal ein Blissey hier. Holo Bleed, glaube ich, wieder. Shiny Turtok. Bombastic. Bombastic. Gatte. Wird auch wieder gesleeved, der gute Turtok. Weiter geht's, ey. Woppala. Komm schon. Ich will die Sammlung vervollständigen. Es kann doch nicht sein, dass ich keine Karte ziehe für die Sammlung, Alter, ey. Pikachu Holo. Pikachu Holo. Das ist auf jeden Fall etwas. Woop. Komm schon. Nee, Pokémon Go spiele ich nicht mehr.
spiele ich gar nicht mehr. Irgendwie wurde es mir zu langweilig. Also wie gesagt, ich finde das Set cool zum Öffnen. Ich finde einige Karten aus dem Set auch mega nice. Ich finde die Idee des Sets auch super cool. Dass man halt, ja, also die ganzen Pokémon Go Karten halt einmal hier drin hat. Und auch einfach so ein paar Artworks, die dem Ganzen sehr nahe sind, sage ich mal. Aber ich spiele Pokémon Go einfach gar nicht mehr. Also ich respektiere Leute, die das spielen und die auch Spaß damit haben. Aber weiß ich nicht. Ist irgendwie nicht mehr so meins. Ich habe sehr viel Spaß. Ich habe, glaube ich, 3-4 Jahre das durchgegrindet. Halt wirklich halt mit allen Events und sowas. Aber irgendwie wurde es mir zu viel mit den Events. Und irgendwie musste man alles mitmachen. Und irgendwie war es zu viel. Irgendwie war es zu viel. Zu viel ist auch nicht gut. Das ist wie Videos. Ich darf auch nicht zu viel Videos für euch posten, Alter. Am Ende denkt ihr, ich poste dann 7 Tage die Woche was. Und dann komme ich selber nicht hinterher. Dann habe ich ein schlechtes Gefühl. Ihr wollt immer mehr. Und deswegen, manchmal braucht man halt auch so ein paar Pausen einfach. Gesunde Menge, gesunde Menge. Ich verkaufe aber nicht mein Konto. Was seid ihr denn für welche, Alter? Ich verkaufe nicht mein Konto. Auf keinen Fall. Komm schon, komm schon. Gold, 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 Gold. Bisaflor, Holo nochmal. Schade, schade, schade. Mein Lieblingsset. Was ist mein Lieblingsset? Ich glaube, ich finde tatsächlich Near Revelation. Finde ich sehr, sehr gelungen. Sehr, sehr schönes Set. Sind die 3 legendären Raubkatzenhunde drin, je nachdem, wie ihr es nennen wollt. Wir haben Ditto und wir haben eine Rainbow. Oder? Could be eine Rainbow. Okay, ich zeig's euch als erstes. Komm schon. Sagt, es ist irgendwas, was wir brauchen. Nein, es ist Professors Research. Den habe ich leider schon. Den Professors Research. Aber wieder Ditto, was ganz nice ist. Brauchen wir einen Pokestop. Ah, der gute Professor Willow, Alter, ey. Man, Willow, I don't need ya. Aber ich finde ihn sehr hübsch mit Meltan und Co. Ist ein schöner Professor. Wie alt bin ich? Chat, könnt ihr gerne mal in den Chat reinschreiben, wie alt ich bin. Was glaubt ihr? Was glaubt ihr? Wie alt bin ich? 12? 14? 20? 37? Ratet einfach mal. Würde mich sehr interessieren, was ihr sagt. Dedupil? Dedupil? Wir können gleich Dedupilen. Einmal Dedupil machen wir gleich. Einen schönen Dedupil machen wir gleich. Aber vorher müssen wir erstmal eine Karte ziehen, die uns fehlt. Hier, komm schon. Ey, Pom. Oh, Slacking. Das kann doch nicht sein, Alter, ey, dass wir hier nicht ziehen, ey, was wir brauchen aus dem Set. Ich habe alles doppelt schon. Mann. Okay, hier kommt sehr viel. 25, 25, 25, 27, 26, 99. 99 ist es. Nee, ich bin tatsächlich 29 geworden. Ich weiß, ich sehe aus wie 12 und höre mich an wie 20, 18. Ich bin tatsächlich schon 29. Ich bin schon ein alter Hase, Alter. Ausbildung gemacht, studiert, alles, Alter. Halbes Leben schon vorbei. Spaß. Das Leben fängt jetzt erst an, sage ich euch. Mit... eine Moltres. Mann, Alter, ey. Hätte das nicht mal was Cooleres sein können? Oh! Menschen, Skinners. Kann doch nicht sein. Kann doch nicht sein hier. Was sagst du, Pokémon Sleep? Ich finde Pokémon Sleep ein sehr, sehr cooles Game. Ich habe dazu ja einen Short gemacht. Könnt ihr euch gerne angucken, halt. Ich fand's echt nicht bad. Ich bin sehr gespannt und werde es bestimmt. Ditto again! Und Zapdos! Nice! Und wir peelen jetzt ein Ditto. Wir peelen jetzt ein Ditto, sage ich euch. Wo haben wir denn hier? Ja, komm. Wir nehmen das Come Up. Wir nehmen das Come Up. Seid ihr bereit? Ditto Peel Action. Satisfying, Alter, ey. Einfach eine Karte gerippt für ein Ditto. Und ihr kriegt jetzt einen besonderen Platz. Da hinten. Nein! Soll's nicht runterfallen. Soll's da kleben. Soll's da kleben, Kollege. Schönes Ditto. Ist gar nicht so bad. Wird gerade in dem Deck gespielt sogar. Also competitive. Dementsprechend all good. Ich würde mich nie beschweren, wenn ich ein Ditto habe. Oder ziehen sollte. Ist nicht bad. Aber so competitive ist das Deck noch nicht. Es ist so ein bisschen memig. Es ist ein bisschen memig. Komm schon, rein in die Memes. Rein in die guten Karten, Moltres. Sylveon leider nur hier. Und Pokestop. Habe ich das Aerodactyl alternativ gezogen habe? Tatsächlich ja. Das habe ich auf dem Zweitkanal, glaube ich, in einem Video mal gepullt. Da hatte ich sehr viel Glück und da bin ich auch sehr glücklich drüber, dass ich das geschafft habe.
Wie erkennt man Ditto? Du hast unten rechts ein Ditto-Zeichen tatsächlich halt. Also da muss man immer ein bisschen aufpassen bei den Reverse-Karten. Aber Ditto ist nur auf dem Reverse-Slot halt zu sehen. Also da immer aufpassen. Hier unten, da kann man dann ein Ditto potenziell erkennen, sage ich euch. Welches Set aus Schwert und Schild ist dein Lieblingsset? Boah. Crown Zenith ist schon. Crown Zenith ist schon ein sehr, sehr gutes Set, muss man sagen. Pikachu. Es ist wieder Mewtwo V-Style, Ty will's mich. Das kann doch nicht sein, ey, dass wir den hier dreimal schon ziehen, ey. Drittes Mewtwo V-Star. Crazy. Es ist heftig. Also die Puls sind da, aber irgendwie noch nicht die Karten, die uns fehlen. Es muss mal eine kommen. So eine Rainbow Dragoran. Rainbow Dragoran. Pokestop Reverse. Ah, es ist die normale. Aber der ist sehr cool. Pokestop Reverse nehme ich. Das ist eine geile Karte für mein Deck. Die brauche ich. Kannst du in Rainbow kommen, Dragoran? Das würde mich sehr, sehr freuen. Der Kollege hier. Den brauche ich in Rainbow. Einmal. Ah. Ditto wird United Wings gespielt. Ja, ja, sag ich ja. Aber es ist jetzt nicht ein Meta-Meta-Deck. Es ist eher so ein kleines Quatschi-Deck, was man auf dem Schirm haben sollte. Aber es ist kein Deck, was jetzt, glaube ich, sehr krass punkten wird in nächster Zeit. Es ist ein gutes Deck, aber kein sehr starkes Deck. Ah, ich habe das Ditto nicht gezogen. Ich war schon total am Verzweifeln. Ja, das Ditto, da, also ich habe jetzt schon 4 Stück heute gezogen, aber ich kenne den Struggle. Ich kenne den Struggle halt. Dass man auch nicht immer nur das bekommt, was man möchte halt. So langsam müssen wir aber mal eine Karte ziehen, ne? Also wir haben noch keine einzige gezogen, die mir fehlt. Keine einzige. 6 Karten. Noch ein Zapdos. Das kann doch nicht sein, Alter, ey. Zenith der Könige ist schon so ein Baba-Set, muss man sagen, ne? Zenith der Könige ist schon mega. Komm schon, Alter, ey, jetzt aber. Komm schon. Ah! Nee, Metall. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Ich hab's vervollständigt. GZ. GGGZ. Also ich hatte mal eine Rainbow-Trainerkarte davon, die habe ich in Cashback gezogen, die habe ich aber leider verkauft halt, ne? Also, leider nicht gehabt, die Karte. Leider nicht gehabt, ey. Wie gesagt, falls ihr ebenfalls Pokémon Go öffnen wollt, ne, könnt ihr euch gerne mal die Videobeschreibung angucken. Da ist, warte mal, ich markiere das mal ganz kurz. Der gute Corner, könnt ihr euch gerne mal reinsnacken, den Ball. Könnt ihr euch gerne mal eine EDB kaufen, wenn er noch welche hat. Ist definitiv kein zu schlechtes Produkt, sage ich mal. Also Pokémon Go ist sehr underrated, würde ich sagen. Für das, was es kostet halt. Ne? Es ist halt nicht teuer. Und du kriegst halt viele coole Pokémon, wenn du halt mit Pokémon Go eh Erfahrung hast. Oder zum Beispiel, wenn du einfach Pokémon Go magst halt. Es ist halt echt ein cooles Set. Diesbezüglich. Also ich bin Fan. Mark Wetzel, dankeschön für den VIP-Kampfpass. Für den VIP-Pass. Den VIP-Pass hätte ich jetzt ja auch gerne, aber ich ziehe ja bisher hier nur nichts. Ja, noch nix. Wann kommt Cashback wieder? Bruder, das ist eine Frage, ey. Ja. Aber weiß ich nicht, Alter. Weiß ich nicht. Cashback ist so ein Format. Es kommt Alter, das kann alles sein. Es kommt irgendwann wieder, wenn wir Zeit haben. Aber jetzt gerade sind wir so. Also ich sag's euch, diese ganze Road-to-World-Sache, wo wir auf Turniere reisen und sonst was, es macht mega viel Spaß. Und es ist auch eine super schöne Reihe, aber Cashback nebenbei noch zu machen, würde mich, glaube ich, zum Burnout bringen. Und da hätte ich jetzt gerade weniger Bock drauf. Es ist schon alles ziemlich anstrengend auf YouTube. Auch wenn es vielleicht für euch nicht so aussieht, halt so Videos und alles zu schneiden und sich Ideen aus zu denken, Skripte zu schreiben, Thumbnail zu machen halt. Ich will's nicht so einfach sagen, so, yo, es ist halt ein scheiß Job, auf gar keinen Fall, ist ein mega geiler Job, aber es ist halt auch nicht so, was man einfach so machen kann, so, ja, ich mache jetzt eine Aufnahme an und ui, dann ist das fertig. Da gehört schon ein bisschen mehr dazu, aber schauen wir jetzt mal hier rein, ey, das kann nicht sein, ey. Wir haben nicht eine einzige Karte bisher, nicht eine. Sylveon Holo, Pokestop again. Wir müssen noch mal so langsam etwas bekommen. Verpackte Promos kann man inzwischen, glaube ich, schon zu PSA schicken. Ja, sollte möglich sein. Aber ich würde mich da nochmal schlau machen. Ich bin da selber nicht so affin. Ich schicke selber jetzt keine verpackten Promos zu PSA. Das mache ich tatsächlich eher weniger.
Darf ich mal gegen dich spielen? Gerne mal einen Twitch-Stream oder sowas. Da könnt ihr gerne mal gegen mich daddeln. Aber ja, so jetzt im Privaten oder sowas eher weniger. Nochmal. Alle hier, Chanera und Hytera. Ganze Entwicklungslinie hier. Welche fehlen dir noch? Mir fehlt Meistergriff Full Art. Mir fehlt alle drei Trainer in Rainbow. Mir fehlt das goldene Lokmodul und Ragoran in Rainbow. Das sind alle Karten, die mir fehlen und wir ziehen keine einzige davon. Keine einzige bisher. Das kann nicht sein, Alter, ey. Wisst ihr, ich mache jetzt hier schon... Ja, wie lange machen wir jetzt schon Packs auf? Halbe Stunde? Wir haben nicht mehr so viele Booster. Immer muss da was kommen. Hier wäre nochmal ein Relaxo mit Block. Eine schöne Fähigkeit für das Competitive. Schauen wir rein, Alter. Wie ist dazu gekommen, Pokémon-Karten zu spielen? Tatsächlich lag das oder hang das damit zusammen, dass ich sehr, sehr gerne Pokémon-Karten sammle und die halt rumliegen habe. Und ich wollte halt ganz gerne mir die Frage so stellen, so, yo, kann ich eigentlich so als einfacher Sammler, ja, damit halt auch erstmal Spaß haben und gleichzeitig Erfolg haben so ein bisschen. Und ich glaube, wie ihr vielleicht in der Serie Road to Worlds jetzt gesehen habt, lief das gar nicht so schlecht bisher. Und ich bin da sehr, sehr stolz drüber, dass ich das inzwischen so gut mache. Doppel Venusaur tatsächlich schon. Ich glaube, wir pullen heute eher einen Miscut als eine Karte, die uns fehlt. Period. I call it. Wir pullen Miscut heute. Webarak. Glutexo. Und nochmal ein Totok. Hast du nach Tara mittlerweile bekommen? Also das solltet ihr, glaube ich, auf TikTok sehen. Wenn kein Nachtara irgendwie in einem Video ist, dann habe ich es auch noch nicht bezogen. Ja, also ganz, ganz einfach. Wenn nochmal ein Glurak, das zweite Glurak Holo erst tatsächlich. Ist auch nicht so berauschend, ne? Also die Pullrate heute ist halt echt nicht strong. Was ist denn los? Eine Gold, wir haben eine gute Rainbow mit dem Mewtwo, muss man sagen. Das war nicht bad, das war auf gar keinen Fall bad. Eine Gold, die an euch geht. Aber ich hätte ganz gerne irgendwie nochmal mindestens ja, eine Karte, die mir fehlt, mich die abhaken kann. Rein geht's hier, Alter, ey. Komm schon. Wir haben auch jetzt zwei Shinies, ne? Ja, zwei Shinies haben wir auch erst. Was ist denn los? Kann man das sagen, was hier los ist? Warum pullen wir die nicht? Ist Pokémon Go so crazy von der Pullrate her, dass man nichts sieht? Wir haben Carpador. Und nochmal Visaflor. Es doublen sich inzwischen die Rare-Karten. Die waren alle aus ETBs. Also gute Quelle. Gute Quelle tatsächlich. Aber irgendwie? Weiß ich nicht. Demon Slayer ist okay. Demon Slayer ist fire, Bro. Demon Slayer ist fire. Sehr gute Anime zum Gucken halt. Kann man sich definitiv geben. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Demon Slayer der beste Anime of all time ist. Nee. Aber es ist ein solid Watch. Solid Watch. Komm schon. Ah! Mewtwo und Pikachu Reverse. Ah, ja. Das kann doch nicht sein, Alter, ey. Muss man hier reingucken kurz, ne? Alter. Versteht ihr das? Guck mal, ich hab die Altarts, ich hab Fullarts. Aber irgendwie, glaube ich, ich weiß nicht, wie wir das heute voll kriegen sollen, ey. Wir haben nur noch bestimmt 40. 40 ist übertrieben. 25 Booster? Wenn wir den Boostern das Set voll machen, verlose ich alles, was wir heute gezogen haben. Also for real. Das kann's doch nicht sein. Das kann's doch nicht sein, Alter, ey. Dass das hier unsere restlichen Booster sind. Never. Never ever in life. Bro. So langsam müsste jetzt mal ein Hit kommen, so, der uns mal ein bisschen hilft. Ein bisschen.
Welches Display wirst du momentan am besten empfehlen? Paldea Ewolf, Safe Call. Paldea Ewolf ist so ein geiles Set. Und ich glaube, wir haben Melmetal hier wieder gezogen. Ah, Kopfschuh, kein Melmetal. Aber ein Radiant Bezaflor! Dankeschön! Oh, aber Melmetal. Aber Melmetal. Aber Bezaflor in Shiny. Oh, wenigstens eine schöne Karte. Wenigstens eine schöne Karte, ey. Huh! Nice one, Jack! Dankeschön für die 5 Schweizer Franken. Kuss geht raus hier. Kuss geht raus, Kollege. Aber wir haben wenigstens mal wieder einen Hit gezogen. Also darüber bin ich sehr, sehr froh, dass wir wenigstens mal wieder hier ein, zwei Karten ziehen, die wir gebrauchen können. Und keine ganz normalen Comments. Komm schon. Jetzt aber. Jetzt starten wir rein. Komm schon. Dragoran. Fuller Trainer. Oh, let's go! Da ist sie! Da ist sie doch! Dragoran Rainbow! Meine absolute Wand-Karte aus dem Set. Let's go! Und das macht nur noch 5 Karten, die uns fehlen. Alter Bruder, es sind nicht mehr so viele Packs, das kann ich euch sagen. Aber was ein Fire-Pull. Ich sag's euch, wenn wir jetzt hier alles pullen, ich verlose alles. Ich verlose alles aus dem, was wir heute gepullt haben, wenn wir jetzt noch alles ziehen sollten, was mir ja, fehlt. Ganz einfache Kiste. Bruder, ist der geil. Boah, ist das ein Schönling. Der ist geil. Wollen wir nicht drüber sprechen, der ist schön. Schöne Condition, schöne Corners. Boy. Boy! Nice! Rein da! Oh! Uns fehlen noch 3 Rainbows. Eine Gold, eine Full Art. Komm schon, das ist möglich. Ah, Conkeldurr irgendwie? Ist es nicht so. Ist es nicht so. Boah, mal Pokestop. Nochmal ein Pokestop. Bisschen am Pokestop drehen hier, Alter. Bisschen am Pokestop drehen. Huh. Komm schon. Abfahrt. Abfahrt. Ja. Ja. Nochmal ein Slaking und Pikachu Reverse. Okay, da okay. Okay, da okay. Preis für das Dragoran. Boah. 35 bis 40 Euro kostet das, glaube ich. Ist schon sehr solid Karte. Schon sehr, sehr hübsch. Also wie gesagt, über die bin ich sehr, sehr glücklich. Warum fühlt sich der hier so weird? Warum fühlt sich der so komisch an? Warum fühlt sich das Fleckmon so komisch an? Ich muss mir das gleich mal genauer angucken. Das ist irgendwie ein bisschen komisch halt. Das ist kein Ditto. Nee, das ist kein Ditto. Er fühlt sich einfach mega weird an. Ah, oh, ein Pikachu nochmal, ein Holo. Das ist cool. Wie ist sie auf Pokémon Go Live heiße? Ich glaube, irgendwas mit Zero irgendwas. Das kann, glaube ich, sein, aber kann ich die Karte nicht live sagen? Wir haben ein Print dort da. Seht ihr das? Da ist einfach ein weißer Fleck auf meinem Pikachu. Ein weißer Fleck oben. Und noch ein Pikachu. Wild. Double Pikachu in einem Pack. Nice. Nice, nice, nice. Komm schon, ich habe gesagt, ich will mindestens 2 Karten bekommen heute, die uns fehlen. Dementsprechend, komm schon. Komm schon. Gib mir eines der Teammitglieder. Radfratz, Radfratz, Lapras. Radfratz, Radfratz, Lapras. Radfratz, Radfratz, Lapras. Komm schon, weiter geht's hier. Onyx, Glumanda und nochmal ein Gyarados. Gyarados. Eieiei. Singiman, dankeschön für die Rose hier. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber dankeschön. Ich bin das erste Mal live auch bei Duane auf TikTok. Könnt ihr auch gerne abchecken, falls ihr TikTok nicht kennt. Da kommt Daily Content tatsächlich auf euch. Also die Leute auf TikTok werden es wahrscheinlich wissen. Ich poste da sehr viel Daily Hans nach Tara, Pokémon-Filter, aber auch die Shorts, die ihr manchmal auf YouTube bekommt, die sind auch auf TikTok. Ne, international hier, Mr. Worldwide. Mr. Worldwide. Zapdos again in Holo. Moin, mir fehlen noch 24 Karten. Rudi, Alter, mir fehlen noch ein bisschen mehr. Poke Dave, dankeschön. Hallo, Freunde, freust du dich auf das Classic-Set Ende des Jahres, Brudi? Ich glaube, das wird das Geilste, was dieses Jahr rauskommt. Aber jetzt kommt Obsidian Flame raus, 151er. Es kommt so viel cooler Kram raus. Und dann nochmal ein Glurak hier in Holo.
Stark. Das dritte inzwischen. Das dritte Glurak heute. Wir haben einige Packs auch, wie gesagt, heute geöffnet. Aber ich freue mich sehr drauf. Classic Set wird sehr, sehr schön werden zum Spielen. Und ich bin ja Spieler und Sammler, dementsprechend ist beides immer nice für mich. Ah, Relaxo. Und nochmal ein Glurak. Zweites Holo Glurak gerade nacheinander. Und ich glaube, der hat sogar ein Holo Bleed gehabt, oder? Chat, war das Holo Bleed? Holo Bleed, seht ihr das da über die Karte hinaus? Gibt es einen kleinen Holo-Effekt. Das ist sehr, sehr cool. Das ist sehr cool. Was geht, Zero? Was geht? Was geht, was geht, was geht denn? Komm schon, uns fehlen noch 5 Karten. 5 Karten, dann haben wir das Set voll und es ist nicht mehr so viel. Dragoran V. Brauchen wir nicht. Leider. Ich empfehle euch immer die neuesten Sets halt. Also, Palea Evolved ist ein schönes Set zum Holen. Kamezin Purpur ist ein schönes Set zum Holen. Silberne Sturmwinde, Lost Origin. Das sind alles Bombensets, die ihr alle öffnen könnt, ohne irgendwie euch Sorgen zu machen, was ihr da pullt. Es ist alles cool, alles spaßig. Nochmal ein Zapdos hier. Mann, das kann's doch nicht sein, Chat. Das kann's doch nicht sein. Magst du Attack on Titan? Solid Anime. Guter Manga. Kann man sich definitiv geben. Oh. Also wir haben nicht mehr so viele Packs halt, ne? Ich sag's euch. Wir haben nicht mehr so viele Packs. Komm schon, Chat. Macht mal die 500 Likes voll. Vielleicht kram ich dann gleich nochmal eine ETB aus meinem Schrank raus, wenn ich da noch irgendwo eine habe. Ich weiß es tatsächlich gar nicht. Ich kann es euch nicht sagen, ob ich hier irgendwo noch eine ETB habe oder nicht halt, ey. Aber eigentlich wollte ich nur die 100 Stück öffnen. Doppel Totok hier vor allem in einem Booster. Double Blastoise. Not bad. Not even bad. Komm schon. Komm schon. Eine Rainbow. Eine Rainbow, bitte. Melmetal. Oh, Mann, oh, ey. Ich glaube, wir sind jetzt bei 10 Packs circa nur noch. 10 Packs circa. Komm schon, ey. Wir brauchen mal wieder einen Hit. Wir brauchen mal wieder einen Big Hit. Big, Big Hit! Dragoran wie normal. Haben wir jetzt auch schon 2-3 Mal heute gehabt, ne? Ist das Holy Card? Auf gar keinen Fall. Aber leider haben wir ihn schon. Leider haben wir ihn schon. Komm schon. Pikachu, Weberak, Bidoof, yeah, Moltres! Double Moltres schon wieder. Double Moltres. Es sind noch 4 Packs. Also mit den Packs können wir es nicht fertig kriegen. Wir haben 100 Booster, sage ich euch, ne? 100 Booster Packs haben wir hier. Zapdos, Melmetal. Wartet mal ganz kurz. Ich guck mal, ob ich noch einen Booster. Ich guck mal, ob ich noch eine ETB hier irgendwo rumfliegen habe von Pokémon Go. Aber ich bin mir eigentlich mehr als sicher, dass ich keine mehr hier habe. Ich bin mir mehr als sicher. Okay, okay. Okay, Chat. Die hier habe ich noch. Aber ich müsste erstmal gucken, wie teuer die ist. Das ist nämlich eine Pokémon Center Exclusive Box. Und ich glaube, die kostet... Die ist ein bisschen Geld wert. Die kostet ein bisschen Geld. Und let's be real. Ich habe sie mir damals geholt zum Sammeln. Nicht unbedingt zum Öffnen, sondern tatsächlich zum Hinstellen, weil ich sie sehr schön finde. Weil es auch einer meiner ersten Pokémon Center ETBs war. Aber ich weiß noch nicht, ob ich das machen soll. Weiß ich noch nicht. Vielleicht überredet ihr mich noch im Laufe der nächsten paar Packs. Aber jetzt gerade bin ich noch ein bisschen... Ja, weiß ich noch nicht, Chat. Weiß ich noch nicht, ob ich da jetzt gerade reingehen möchte. Ich sortiere kurz die letzten Karten, damit es gleich weitergeht. Boah. Ich muss mal gucken. Ich muss mal gucken, ey. Ihr könnt mir auch kurz sagen, wie teuer die ungefähr ist. Dann weiß ich, ob ich es öffnen möchte oder nicht. Weil eine normale ETB kostet 10 und ich glaube, die ist schon... Die ist schon sehr viel teurer. Die ist schon sehr, 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 sehr viel teurer. Come on. Come on.
Spinarak, Pikachu. Ja, es ist nochmal mehr Metall. Es ist nochmal mehr Metall. Leute sagen, ihr lasst zu. Ich glaube, aus besser, wenn wir die zulassen, ne? Komm schon. Komm schon. Kleiner Hit. Kleiner Hit am Ende. Let's go! Let's go! Nochmal ein Radiant Blastoise. Erinnere mich gerade sehr an mein allererstes 100er von Pokémon Go. Wo wir, glaube ich... Boah, wie viele Blastoise hatten wir da? Vier Stück? Vier Stück? Ich glaube, das waren vier Stück oder sowas. So, ein magisches Pack haben wir noch. Ein magisches Pack haben wir noch. Ich gucke jetzt kurz nach, wie teuer die ETB ist. Aber ich glaube euch... Ich kann euch, glaube ich, jetzt schon sagen. Ich glaube, das Ding wird ein bisschen teurer sein als die normale ETB. Okay. Das Ding kostet 90 Euro. 90 Euro kostet die. Chat, wir lassen die zu. Wir lassen die zu. Wir gehen lieber nochmal in den nächsten paar Monaten rein und versuchen das Set zu vervollständigen. Aber das wäre jetzt dumm, die zu öffnen. Das wäre jetzt wirklich, wirklich dumm, die zu öffnen. Wir haben dafür meine absolute Wand-Karte gezogen mit Dragoran, womit ich absolut zufrieden bin. Und Pokémon Go ist noch nicht zu Ende. Es war trotzdem sehr, sehr feier. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Danke für euren Support. Und der Binder, da fehlen immer noch 5 Karten.